Die letzte Handelswoche war geprägt von der Freude über die starken Zahlen der US-Banken. Aber in dieser Woche wird es ein bisschen schwieriger vielleicht, denn jetzt kommen die Zahlen jener Unternehmen, die anders als die Banken betroffen sind von Lieferkettenproblemen, Materialmangel, hohen Energiekosten, und dann sieht das Bild ein bisschen anders aus. Dann kommt vielleicht das, was in der letzten Woche so verdrängt war, nämlich eben diese Probleme, Inflation, Lieferkettenprobleme, Materialmangel, Energiekrise kommt wieder auf den Tisch, und es beginnt gleich am Montagmorgen mit einem Ölpreis, der auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren ist, nahe eines 7-Jahres-Hochs, und wir sehen die US-Renditen deutlich steigen. Schauen wir uns zunächst mal den Ölpreis an. Hier sehen wir bei 83 Dollar um und bei. Im August waren wir noch bei 82 Dollar. Also das ist ein ziemlich starker Anstieg. Es gibt Wetten, die stark zunehmen im Optionsmarkt, dass wir deutlich über 100 Dollar gehen. Manche wetten sogar auf einen Anstieg über 200 Dollar Ende 2022. Und hier sehen wir mal die Renditen. Ich hatte am Freitag im Marktgeflüster hier ja thematisiert, dass wir hier inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formationen haben. Also ein bullisches Chartbild. Und wie gesagt, wenn wir jetzt über die Nackenlinie drüber gehen bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die ist bei 1,65%, da wo wir gerade sind, dann könnte es mit den Renditen deutlich weiter nach oben gehen. Unten sehen Sie die 5-jährige US-Staatsanleihe, respektive deren Rendite, so eine Untertastenformation. Auch das sieht bullisch aus. Auch hier sind wir inzwischen jetzt über diese Nackenlinie gestiegen. Und langsam wird eben immer klarer, dass diese Lieferkettenprobleme, Materialmangel etc. nicht so transitory ist. Hier eine Umfrage des Wall Street Journal. Hier sagen immer mehr Leute unter den befragten Ökonomen, ja, das wird länger dauern, manche sogar bis 2023 oder später. Unten sehen wir eine Grafik, wo man mal sieht, was die Lagerhaltung der US-Unternehmen betrifft, die Inventories. Und da sehen wir, das ist auf einem nie dagewesenen Tief. Es gibt also in den Lagern nichts mehr. Es gibt keine Produkte, die man verkaufen kann. All das ist schlecht natürlich für das Wirtschaftswachstum. Ich war jetzt am Wochenende in einem Elektronikmarkt, habe da den Verkäufer nach einigen Dingen gefragt, fragte, ich bräuchte, hat er gesagt, haben wir nicht, wissen wir nicht, wann wir das wieder bekommen. Völlig unklar die Situation. Und wenn man sich den Elektronikmarkt mal angeschaut hat, dann sah man da sehr, sehr viele leere Regale. Die waren allerdings ganz unten, damit das nicht so ins Auge fällt. Also die ganze Geschichte, die kommt jetzt langsam im Alltag an. Und 77%, wie RBC sagt, der Häfen, die haben Probleme mit der mit dem Güterumschlag. Liegt nicht nur am Arbeitskräftemangel, es liegt eben an der ganzen Kette, die hier gestört ist. Wenn bestimmte Dinge nicht kommen, dann kannst du andere nicht erledigen. Also das ist etwas, was sozusagen ein Rattenschwanz hier nach sich zieht. Hier sehen wir etwa mal jetzt die Konsequenz, die zumindest die Anleihemärkte oder die Future-Anleihemärkte ziehen. Anders als die Aktienmärkte letzte Woche, hier sehen wir etwa die Fed Fund Futures, die preisen mit einer Wahrscheinlichkeit von 72,8% 2 Zinsanhebungen in 2022 an. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, Zinsanhebungen sind nicht per se schlecht, wenn die Wirtschaft wächst, aber es ist ja eben so, dass die Wirtschaft nicht wächst, weil eben die Produkte nicht hergestellt oder verkauft werden können. Mithin haben wir also eine Abschwächung der Wirtschaft, eben weil die Produkte nicht da sind, um sie zu verkaufen. Dann können die auch nicht in die BIP-Berechnung einfließen. Also das wäre dann sozusagen eine Zinsanhebung aus dem falschen Grund, ein Policy Error, wie dann die liquiditätsverwöhnte Wall Street sagt, also ein Fehler der Geldpolitik, weil man in eine Abschwächung eben die Geldpolitik straft. Und das ist natürlich ein Problem. Aber eigentlich müsste es schon längst der Fall sein, dass die Fed hier agiert und andere Notenbanken auch. Die sogenannte Taylor Rule, die versucht mit wissenschaftlichen Kriterien anhand von Arbeitslosenquote und Inflation zu berechnen, ja, wo müssten denn eigentlich die Leitzinsen stehen? 9,3% nach derzeitigem Stand. Die Differenz zwischen dem, was eigentlich sein müsste, und dem, was derzeit der Fall ist an Leitzinsen, war noch nie so groß wie jetzt, beziehungsweise seit den 70er Jahren nicht mehr. Ein Analysehaus spricht hier von einem perfekten Sturm in Sachen US-Inflation. Und die Amerikaner haben ja noch nicht diese Energiekrise, wie wir sie derzeit schon in Europa haben. Mal sehen, ob der Sturm dann perfekter wird in Sachen Inflation. Was macht die Fed? Die macht gar nichts. Warum? Weil sie natürlich den Aktienmarkt schonen will. Warum will sie den schonen? Weil immer mehr Vermögen der Amerikaner hier praktisch in diesem Aktienmarkt geparkt ist. Je weiter die Aktien gestiegen sind, umso größer der Papierwohlstand. Solange das nicht realisiert ist, ist es eigentlich nur auf dem Papier. Und man fürchtet natürlich, dass dann, wenn jetzt die Aktienmärkte runtergehen, indem man die Geldpolitik zu stark straft, und das mögen ja die Märkte normalerweise nicht, denn alles, was zählt, ist Liquidität, dann würden die Amerikaner
weniger Vermögen haben. Wer weniger Vermögen hat, konsumiert weniger. Die amerikanische Wirtschaft aber ist sehr abhängig von dem Konsum, knapp über 70%. Also, was tun die Engländer? Die Bank of England, die sind ja in einer Sondersituation. Die haben dieselben Probleme wie wir, nur viel krasser eben durch den Faktor Brexit. Da haben sie halt die Leute rausgeschmissen, die die Arbeit erledigen, die die Briten nicht mehr erledigen wollten. Jetzt hat man das Problem und hier hat die Bank of England jetzt am Sonntag gesagt, also wir werden jetzt dagegen agieren müssen mit Zinsanhebungen, während die EZB immer noch darüber nachdenkt, jetzt diesen Recovery Fund auszuweiten. Also man geht sozusagen den entgegengesetzten Weg und versucht hier weiter am Anleihemarkt aktiv zu sein, komplett gegen den Maastrichter Vertrag, by the way, wo eine gemeinsame Kreditaufnahme eigentlich verboten ist, aber sei es drum, es passiert, also die EZB ist da noch ein bisschen hinten dran, aber vielleicht muss sie agieren, denn hier in Deutschland etwa, und das gilt fast weltweit, schrumpft erstmals seit 2022 die Bevölkerung, die sich im erwerbsfähigen Alter befindet. Es wird also weniger Arbeitskräfte geben. Damit also sozusagen werden Arbeitnehmer ein gesuchtes Gut. Gut, da haben wir natürlich dann als Gegenfaktoren Digitalisierung, Robotisierung. Aber wie wird sich das ausmatchen? Wie wird sich das verhalten? Jedenfalls sagt auch Nordea, diese skandinavische Bank, dass in 2022 in den USA massive Lohnsteigerungen der Fall sein werden. Wir werden jetzt hier in Deutschland auch im Herbst Tarifverhandlungen haben. Und da werden natürlich viele sagen, hey, guckst du, die Energiepreise sind so massiv gestiegen, da brauchen wir einen Lohnausgleich. Und zack, und dann ist dieses Puzzle komplett mit der Lohnpreisspirale. Kommen wir jetzt mal nach China. Heute Daten aus dem Reich der Mitte, schwächer als erwartet im dritten Quartal. Vor allem die Industrieproduktion, die war schwach, 3,1% statt 3,8% zum Vorjahresmonat. Liegt vorwiegend auch daran, dass eben die Probleme mit der Stromversorgung so groß sind. Viele energieintensive Unternehmen werden rationiert mit dem Strom. Die dürfen also nur noch bis etwa die Hälfte des Stroms verbrauchen. Sobald dieses Kontingent erfüllt ist, wird die Produktion stillgelegt. Dadurch fehlen dann bestimmte Güter wie Magnesium, die dort hergestellt werden, sehr CO2-intensiv und energieintensiv sind. Die fehlen uns dann wiederum etwa bei der Aluminiumproduktion, bei anderen Produkten. Also wir sehen, das ist sozusagen ein Teufelskreis, der hier da der Fall ist. Eigentlich ein perfekter Sturm, der sich hier zeigt. Auch die Fixed Investment sind schwächer als erwartet, also die Investitionen. Nur die Einzelhandelsumsätze sind besser, aber in der Summe doch enttäuschende Zahlen. Und jetzt hat das Bureau of China Statistics gesagt, ja, also wir haben steigende Herausforderungen, um die Operationen, die ökonomischen Operationen stabil zu halten. Das ist, wie Stalingrad und Pursky kommentiert, also offenkundig schwieriger geworden, die eigenen Wirtschaftsdaten zu fälschen. Jedenfalls die entscheidende Frage für die Märkte ist ja, was folgt daraus, wenn die Notenbank dann Gas gibt und die Geldschleusen öffnet, dann wäre das überhaupt kein Problem, weil alles, was zählt auf der Welt, ist ja Liquidität und nicht fundamentale Faktoren. Aber Goldman Sachs sagt, also die chinesische Notenbank wird die Geldpolitik jetzt nicht lockern deswegen, sondern unverändert weiterfahren. Und hier sehen wir mal etwa diesen so wichtigen Sektor Immobilienverkäufe, mithin also den Immobilienmarkt. Hier sehen wir, dass die Transaktionen deutlich runtergegangen sind. Warum ist das so? Damit versucht auch hier in Peking ein bisschen steuernd in den Markt einzugreifen, indem man bestimmte Verkaufszertifikate nicht erteilt. Man braucht also in China ja die Genehmigung, wenn man sein Wohneigentum verkaufen will. Da werden einfach die Genehmigungen nicht erteilt. Dadurch passieren weniger Transaktionen. Dadurch fällt auch der Preis nicht so schnell, wenn sozusagen alle ihre Immobilie auf den Markt werfen. Und für die Chinesen ist das eben ein sehr wichtiger Punkt, weil in diesen Immobilien eben das gesamte Vermögen der Chinesen steckt, zu 3/4% jedenfalls, also zu 75%. Dementsprechend sind diejenigen, die Verlierer, die Liquidität brauchen, etwa für das Studium ihrer Kinder. Kommen wir jetzt noch zu den Aktienmärkten. Fundstrat, amerikanisches Analysehaus, hat gesagt, ja, habt ihr das gehört, die Bären und ewigen Neinsager, die haben jetzt so richtig eins auf die Mütze bekommen mit ihrem Doomsday-Szenario. Guckst du auf die
tollen Zahlen der Banken. Naja, gut, das sind die Banken, die haben keine Lieferkettenprobleme, keinen Materialmangel, keine hohen Energiekosten. Jetzt beginnt eben die Berichtssaison mit Unternehmen, die eben all diese Probleme möglicherweise haben. Wir haben Tesla, Netflix, Snap, Intel, IBM, United Airlines und so weiter. All diese Johnson & Johnson, all diese Unternehmen werden in dieser Woche berichten. Schauen wir uns mal den Chart an. Wir haben unten diese inverse Schulter-Kopf-Schulter gehabt beim S&P 500, dann nach oben ausgebrochen, jetzt aber schon ein bisschen überkauft gewesen die ganze Situation. Möglicherweise rennen wir nochmal an diesen gebrochenen Trendkanal ran, um dann vielleicht wieder nach unten zu driften. Wir werden sehen, hier sehen wir zumindest das Potenzial für eine Bärenflagge. Mal gucken, ob das so kommt, Chart von Northman Trader. Und hier sehen wir, dass der Nasdaq 100 jetzt an seinem 50-Tages-Durchschnitt wieder herangekommen ist. Geht es darüber, ja oder nein? Das ist die Frage. Goldman Sachs jedenfalls ist total bullish und sagt, ja, November und Dezember, da sind die Aktienrückkäufe der Fall. Derzeit sind wir ja in dieser Blackout-Period. Das heißt, die Unternehmen dürfen im Umfeld ihrer Zahlen, die sie dann melden, eben keine eigenen Aktien zurückkaufen. Das wird aber dann ab Anfang November so langsam anders. Und dann könnte es durchaus besser werden. Wir sind also jetzt kurz gefasst saisonal in einer etwas schwierigen Zeit, könnten dann allerdings im November mit diesen Buybacks, die ein wirklich wichtiger Rückenwind sind für die Aktienmärkte, ein bisschen wieder eben diesen Rückenwind bekommen. All das mal charttechnisch analysiert von meinem Freund und Kollegen Rüdiger Born, DAX und US-Indizes, alles einsteigen. Ganz tolles Video, was er Ihnen da zeigt, wie sozusagen Dinge zu werten sind, was passiert, wie sind diese Bewegungen einzuordnen, in welchem Kontext. Großartig, werde ich Ihnen unter das Video verlinken, ebenso wie die Kritik von Ottmar Issing, dem ehemaligen Chefvolkswirt der EZB. Der sagt, also die EZB überschreitet ihre Kompetenzen massiv, etwa in der Klimapolitik, aber in vielen anderen Bereichen auch absolut wichtig und sehenswert. Dieses Video werde ich Ihnen beides unter eben mein eigenes Video verlinken und wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.